In diesem Trainingsvideo geht es wieder um das Aufstellen von Termen. Es ist immer ein Satz gegeben, ne, mit Worten, und diese Worte sollen in einen mathematischen Ausdruck verwandelt werden. Drück auf Pause und bearbeite diese Aufgaben alleine. Du darfst dir das Video nur dann anschauen, wenn du entweder nicht weiterkommst oder wenn du am Ende dein Ergebnis kontrollieren möchtest. So, ich schaue jetzt mal in die Aufgaben rein. Der erste Satz ist das Vierfache von x. Da kann ich eigentlich gar nichts bei erklären. Das Vierfache von x ist 4 mal x. 4 mal x. Der zweite Satz, die Summe von y und dem Vierfachen von x. Die Summe heißt immer Plus. Also es muss irgendwo ein Plus dazwischen stehen. Die Summe von y und dem Vierfachen von x, also y plus das Vierfache von x ist 4 mal x. Nächste Aufgabe. Die Hälfte von x um 7 vermindert. Zunächst mal, was ist die Hälfte von x? Das wäre ja x halbe oder ein halb x. X halbe. Und das soll jetzt um 7 vermindert werden. Vermindert heißt minus minus 7. Vierter Satz. Die Differenz aus dem Dreifachen von x und der Hälfte von y. Also Differenz heißt minus. Die Differenz aus dem Dreifachen von x, also 3 mal x, minus die Hälfte von y wäre y halbe. Fünfter Satz. Das Produkt aus x und y um 2 erhöht. Das ist nicht so ganz hundertprozentig eindeutig. Wie ist das gemeint? Produkt aus x und, könnte man hier sich eine Klammer vorstellen, y um 2 erhöht. So ist es aber nicht gemeint. Gemeint ist das Produkt aus x und y und dieses Produkt dann um 2 erhöht. Also das Produkt heißt mal x mal y ist das Produkt aus x und y. X mal y um 2 erhöht wäre plus 2. Und der sechste Satz. Die Differenz aus dem Quotienten von x und y und dem Fünffachen von x. Also erstmal die Differenz heißt, wir haben ein Minuszeichen. Dann der Quotient von x und y. Quotient heißt immer geteilt durch. Der Quotient von x und y wäre x geteilt durch y. So, die Differenz zwischen diesem Quotienten und dem Fünffachen von x. Minus 5 mal x. Das ist die Differenz zwischen dem Quotienten von x und y und dem Fünffachen von x. Und die Aufgabe ist fertig.